Genussmensch Lars liebt Fast Food und ist auch deshalb häufig am Imbiss seiner Ehefrau Sandra und ihrer Schwester Tanja anzutreffen. Heute ist er aber ausnahmsweise mal nicht hier, um zu essen. Moin. 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 Hi, Schatz. Hallo. Hi. Hi. Wolltest du die für Pommes haben oder soll ich die für Currywurst nehmen? Nee, ich nehme die dann für Pommes. Möchtest du? Willst du die? Ja. Komm mal hier mit dir. Ich habe eine schöne Idee. Mhm. Kann mir nicht vorstellen. Deine Ideen sind meistens immer nicht so schön. Doch, lass uns doch heute mal shoppen fahren. Heute? Ja. Samstag. Ihr macht den Laden dicht und wir fahren jetzt mal shoppen. Nee, natürlich nicht. Es geht nicht. Einmal in so einen vernünftigen Übergrößenladen und dann. Ja, musst du alleine machen. Hol dir bloß nicht eine Oper-Hose mit Unfall. Natürlich hol ich mir eine Oper-Hose. Nein, du holst dir eine fesche Jeans. Ah. Eine schicke Jeans. Ich werde auch mal wieder eine schöne Stoffhose haben. Bah. Das sieht nicht aus. Lass dich gut beraten. Gut, dann hole ich mir ein schönes, enges Top. Oh. Bauchfrei. Mm. Sinne dann. Ja. Fahr ich mal, ne? Ja, bringen wir das jetzt. Komm. Oh. Zeig mal, was du abgenommen hast. Komm. Danke. Tschüss. Tschüss. Na, viel Spaß. Danke. Der harmonische Geschmack von Lars ist jetzt eher ein bisschen altdeutsch. Mhm. Ne, Buntfaltenhose, sondern ich sag mal so schön Operhöschen. Mhm. Er soll sich eine schöne Jeanshose kaufen, schönes Hemd, bisschen was Flotteres. Ne? So ein bisschen was, ja. Und nicht so was, ja, so was Altmodisches. Das letzte Mal war Lars vor einem Jahr neue Kleidung kaufen. Konfektionsgrößen habe ich so zwischen 5XL und 6XL. Ist schon enorm groß, finde ich auch ein bisschen schade, aber ist nun mal so. Bin ja froh, dass es dann zumindest in 43 Kilometer Entfernung von zu Hause aus noch mal einen Laden gibt, wo man auch vernünftige Mode in Übergrößen einkaufen kann. Dann wollen wir mal gucken, was der Shop da zu bieten hat. Wenn Lars nicht online bestellt oder XXL-Läden im benachbarten Holland besucht, schaut er hier vorbei. Das Geschäft in Meppen führt Größen bis 7XL. Ja, schön wäre es, wenn ich da mal reinpassen würde. XXL. Süß. 3XL. Tja. Nicht so leicht. 3XL. XXL. 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 Moin, moin. Kann man schon helfen? Ja, natürlich. Na, erzähl mal. Ich brauche eigentlich eine Jeans für mich. Gerne. Mal ein vernünftiges Hemd. Gerne, gerne. Wieder. Okay. Frauen haben mich losgeschickt heute Morgen. Ich soll mir mal ein vernünftiges holen. Ja, hast du schon irgendeinen Wunsch, bis dunkles, was helles? Jeans ruhig so ein, ich habe beinahe fast gesagt, so ein bisschen Dirty Wash. Okay, so ein bisschen angewaschen, ja. Ja. Jetzt hier zum Beispiel. Nicht zu hell, genau. Wie diese. Guck mal, die hast du hier schon so ein bisschen. Ja. Ein bisschen angewaschen. Oder es gibt das Ganze noch extremer und dann noch ein bisschen heller. Ja. 46, 32. Könnte passen, ja. Du ziehst die Hose an und dann sehen wir mal weiter. Ja, alles klar. Ja, super. Danke dir. Kommt hier direkt in die Ecke. Ja, super. Lars trägt gern Jeans. Po und Beine passen da meistens gut rein. Seine Problemzone liegt woanders. So. Mal gucken, was der Verkäufer sagt. So, und wie sieht's aus? Ja, passend gut, aber ich habe immer noch das Problem mit dem Unterbauch, ne? Ja, aber da ist ein bisschen Platz, hast du noch, wa? Ja. Und gerade hinten am Po, da hast du immer noch relativ viel Platz hinten. Sollen wir mal eine Nummer kleiner probieren? Meinst du? Diese? Ja, lass mal. Machen wir das. Ob die besser passt. Ja, machen wir das. Ja? Ja. Perfekt. Alles klar. Sehr schön. Die ist noch besser. Oh. Schau an, da hast du doch mein Bock in der Hose. Und, ist schon bequemer? Ja. Ja? Ist auf jeden Fall bequemer. Zumindest mein. Guck mal, ich kann Bauch mit meiner Hose. Ja, aber die ist halt mega elastisch. Ja, Problem ist, ich habe immer nur einen dicken Bauch. Ja, aber alles andere ist nicht relativ normal, ne? Ja, richtig. Proportioniert. Aber wichtig ist, dass es trotzdem hier angenehm ist. Nicht, dass du sagst, die drückt jetzt hier auf den Bauch. Ja, hier ist angenehm. Ja, natürlich kommt mir das Stretching ein bisschen entgegen, weil ich den Bauch halt auch reinpacken kann.
Und das ist ein Glas A und O bei mir, gerade hier mit meinem dicken Bauch, ne? Nützt ja alle nichts. Der 44-Jährige benötigt eine Pause. Denn selbst im Geschäft für große Größen ist nicht alles XXL-tauglich. Für mich schon schwer, in so kleinen Kabinen sich umzuziehen etc. Schließt das Schweißtraum. So, guck mal. Ich habe mal 4 Stück mitgebracht. Ja. 2 relativ normale und 2-mal ganz andere. Einmal mit dem Fahrrad. Ich fahre doch kein Fahrrad. Nicht? Ey, wenn ich Fahrrad fahren würde, würde ich dann so aussehen? Ja, weiß ich nicht, aber vielleicht ambitioniert mich das dazu. Das sieht schon geil aus. Obwohl das Weiße auch geil ist, also. Ja, welches probiere ich denn an? Ich würde das zum Glück genommen. Ja? Ja. Perfekt. Und, was meinst du? Hast du genug Platz auf jeden Fall? Ja. Ja, zeig mal von hinten. Sieht das sehr gut aus. Dann probier das nochmal. Ja, dann probier ich das nochmal. Danke. So, was meinst du dazu? Passt genauso gut. Das gleiche Größe. Ja, ne? Ich habe noch eine Frage, und zwar möchte ich meine 2 Damen überraschen, die heute nicht mitkonnten. Ja. Ich möchte wohl eine Bluse mitnehmen. Ja. Kannst du mir da 2 Blusen raussuchen? Ein bisschen mit langem Schnitt. Okay. In, ja. Was ungefähr? 52. 52? Okay. Ich guck mal, was ich da finden kann. Alles klar, ja, vielen Dank. Danke. Ja, also ich fühle mich jetzt verdammt wohl, muss ich sagen. Gerade auch, weil ich jetzt 2 Hemden anprobiert habe und beide passen. Also ich werde dann dementsprechend auch beide nehmen. Also ich lasse das jetzt gleich an, ja. Und werde dann so in Schüttorf aussteigen am Imbiss. Und werde mal sagen, so Mädels, ich war shoppen. Was fällt euch auf? Da habe ich diese beiden gefunden. Ja. Ein bisschen was Ausgefallenes, ein bisschen was Ruhigeres. Ja. Ja? Probier's es. Wenn es gefällt, gefällt. Wenn nicht, kommst wieder. Alles klar, machen wir so. Ja? Ja. Perfekt. So machen wir das. Prima. Dann nehme ich das mit. Super. Und dann haben wir's. Ja. Dann gehen wir rüber zur Kasse. Ja, lass sie. Perfekt. Danke. Ein erfolgreicher Shopping-Ausflug für Lars. Mit seinem neuen Outfit und den beiden Blusen für Sandra und Tanja macht er sich jetzt gleich auf den Rückweg zum Imbisswagen. Ciao, ciao. Im St. Josef Krankenhaus Kupferdreh in Essen wurde Lisa durch eine Liposuktion Fett aus den Oberschenkeln abgesaugt. Die erste von 10 Operationen hat sie überstanden. Post-OP-Tag 2 ist angebrochen. Ich bin noch im Krankenhaus, wie man sehen kann. Ja, mir geht es kreislaufmäßig so lala. Also man merkt, dass richtig viel Volumen abgesaugt wurde und ich habe auch eigentlich noch nicht so die Kraft. Es wurden insgesamt 12 Liter an den Oberschenkelinnenseiten abgesaugt. Das heißt 6 Liter rechts, 6 Liter links und es ist schon viel. Also mir wurde vor der OP gesagt, so 7-8 Liter und jetzt einfach 12, das ist unglaublich. Und ja, heute habe ich nochmal Physiotherapie und dann versuche ich auch zu laufen. Obwohl sie ihr ganzes Leben weiter unter dem Lipolymphödem leiden wird, hat bereits der erste Eingriff für eine Verbesserung gesorgt. Ich wollte euch mal zeigen, und zwar, ich kann meine Beine unbeschwert so zusammenstellen. Es ist angenehm, es ist nicht mehr schmerzhaft. Und es ist trotzdem doch eine Lücke zwischen meinen Knien. Wahnsinn. So, jetzt geht's los. Tag Nummer 2 nach der Operation. Physiotherapeutisch. Ich komme gar nicht hinterher. Wie fühlte sich denn jetzt der Unterschied vom Laufen her an, vor der OP und nach der OP? Mehr Beinfreiheit. Ich gucke jetzt mit Gott mal in den Spiegel. Das ist der erste Blick im Spiegel. Fall mir bloß nicht um, vor lauter Erstaunen. Oh Gott, die sind ja gar nicht mehr zusammen. Und das ist ja schon geschwollen. Ja. Wow. Ganz anders, ne? Ja. Auch wenn Lisa noch einige Krankenhausaufenthalte bevorstehen, die 20-Jährige hat durch die Fettabsaugung Hoffnung für die Zukunft gewonnen.
Die ersten Schritte ganz alleine. Aber jetzt bin ich jetzt K.O. Ja, K.O. Der erste Marathon. Ja. Auch in Mönchengladbach dreht sich bei Stefan heute alles um das Thema Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert. Zwar kümmert sich seit ein paar Wochen ein Pflegedienst um die offenen Wunden an seinen Beinen, doch die Ursache für die Wassereinlagerungen wird dadurch nicht bekämpft. Das ist ein bisschen drei mit denen, hab ich schon gesagt. Ja. Muss der Fahrer wieder ab. Leider. Mach du den ab. Die Badeschlappen sind das einzige Paar Schuhe, in dem Stefan aktuell laufen kann. So. Pass auf jetzt. Jetzt geht es. Jetzt. Jetzt kommt die Jacke. Ja. Ladylike, ne? Ladylike, jo. Ja. Stefan muss ins Krankenhaus in Mönchengladbach. 250 Meter sind es bis zur Bushaltestelle. Für die Strecke benötigen die beiden über 15 Minuten. Immer wieder muss der 45-Jährige Pausen einlegen. Ja. Stefan, wie froh bist du denn jetzt, dass die Melanie mitkommt? Sehr froh, mehr Unterstützung. Wenn es umkippen sollte, kann sie wenigstens Rettungsdienst rufen. Das ist mir sicher. Boah. Ich komme schon ins Wasser, ich nicht hochkomme. Ach so. Wenn ich mich hier jetzt hinsetze, komme ich nicht mehr hoch. Wenn ich jetzt sitzen könnte, würde ich es machen. Ansonsten. Einen Kran bitte hochziehen. So. Was brauche ich denn machen? Mir ist sozusagen nicht bei übel vom Krankenhaus, weil ich manchmal, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Er zittert schon sozusagen die Knie. Und dann werden wir sehen, was jetzt passiert mit ihm. Ne? Ob der jetzt bleibt oder ob die ihn wieder nach Hause schicken. Ja, werden wir mal sehen jetzt. Wäre schon schön, wenn man Stefan jetzt helfen könnte. Ja, hab keine Kraft mehr, außen vorbei. Eine Ursache für die Wassereinlagerung in Stefans Beinen kann eine Erkrankung des Herzens sein, begünstigt durch sein starkes Übergewicht. Die Untersuchung in der Klinik wird hoffentlich Aufschluss über Stefans Gesundheitszustand bringen.